Gott. Wir feiern heute das Fest der Geburt Johannes des Täufers, dieser großen Gestalt vom Übergang vom Ersten zum Neuen Testament. Er ist für uns so bedeutsam, weil er dort, wo andere nichts gesehen haben, bereits den göttlichen Funken gesehen hat, der in ihm ein großes Feuer entfacht hat. Das Feuer der Leidenschaft für unseren Gott und für andere Menschen. Er hat ganz genau gewusst, dass ein Feuer aus Funken entsteht, aber nur dort ein Feuer entstehen kann, wo sich auch etwas anstecken lässt. Er hat gewusst, dann wird dieses Feuer zu einem Licht, das wärmt und das durch seine Hitze etwas verändern kann. Um dieses Feuer wollen auch wir beten. Gott, lass deinen Funken auf mich überspringen, damit ich deinen Funken weitertragen kann, damit ich die Welt ein bisschen verändern kann, damit ich die Menschen ein bisschen verändern kann, damit ein großes Feuer entsteht, das uns alle verändert, das uns befreit, das uns neu macht. Und dieses große Feuer, das zeigt sich überall dort, wo wir für Gott da sind und wo wir für die anderen Menschen da sind. Es ist vielleicht nur ein kleines Gebet, das wir sprechen. Und dennoch kann es Wunder wirken. Segen Gottes möchte ich jetzt Ihnen zusprechen, Ihnen und allen Menschen, für die Sie jetzt auch gebetet haben. Und so segne und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.